Feixend betritt Badia Alsain den Gerichtssaal. Der Clanchef ist offenbar gut gelaunt. Er lacht und wirft Kusshände in Richtung Zuschauerbänke. Viele offenbar Bekannte sitzen in den Reihen. Dann schlägt die Stimmung um. Das inhaftierte Oberhaupt der Leverkusener Großfamilie wird aggressiv, attackiert verbal einen Wachmann. Angeklagt sind neben ihm seine Frau, drei seiner Söhne und zwei ihrer Partnerinnen. Die Anklageschrift umfasst 127 Seiten. Den Angeklagten wird vorgeworfen, in wechselnder Beteiligung eine ganze Reihe von Straftaten begangen zu haben. Sie sollen unter anderem das Sozialamt bzw. das Jobcenter um gemeinschaftlich bis zu einer Höhe von 450.000 Euro betrogen haben in gewerbs- und bandenmäßiger Begehungsweise. Vor einem Jahr stürmen Spezialkräfte mit Polizeipanzer die Millionenvilla der libanesischstämmigen Alsains in Leverkusen. Die Beamten finden scharfe Waffen und große Mengen Bargeld. In einem Leihwagen des Clans liegen allein über 14.000 Euro unter der Fußmatte. Trotz ihres Millionenvermögens kassieren sie Hartz IV. Das fällt jahrelang nicht auf. Da die Behörden regelmäßig überfordert sind, untereinander nicht kommunizieren und auch nicht hinterherkommen, kann das dann dazu führen, dass hohe Beträge anfallen. Hinzu kommen Vorwürfe der Geiselnahme, räuberische Erpressung, Geldwäsche im großen Stil und Zwangsarbeit. Der Clan-Chef will aussagen. Unser Mandant wird sich gegen die Tatvorwürfe verteidigen. Ich werde die Verteidigung jetzt nicht vorwegnehmen. Die Staatsanwaltschaft war bemüht, ein wildes Potpourri aufzustellen. Es ist eine Vielzahl von Tatvorwürfen. Der Prozess gegen die Clan-Mitglieder ist bis Ende November angesetzt. Ihnen drohen bis zu 10 Jahre Haft.